Hey, Kumpel. Wer ist da? Ach, komm schon, ich bin's, Devin. Butler? Genau der. Wer hat dir diese Nummer gegeben? Ist doch egal, hör zu. Ich wollte dir nur einen freundschaftlichen Rat geben. Oh. Das Heimrennen ist immer so eine Sache, weißt du? Mit all dem Druck, den ganzen Fans, die zuschauen, das ist die Hölle. Verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du cool bleibst, wenn du bei der Sache bleibst, überstehst du das schon. Stell dir einfach vor, du bist bei einem anderen Rennen, auf der anderen Seite des Globus. Wenn du es dann vermasselst, ist es nicht so schlimm. Ja, toller Rat. Ich wusste, der wird dir gefallen. Also, viel Glück heute. Versuch einfach, bis ins Ziel zu kommen, okay? Ciao. Ja, dir auch viel Glück. Bis später. Reifen verloren. Verstanden, Aiden. Box, Box. Verstanden. Lass uns einfach Schadensbegrenzung betreiben. Los, fahr jetzt! Du hast immer noch Zeit, in die Punkte zu kommen, Aiden. Verstanden! Sauber gemacht. Gute Arbeit.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,1 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Brillantes Manöver. Zwei Plätze auf einmal. Gut gemacht. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,2 Sekunden. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,7 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,5 Sekunden. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein.
Das war die Entscheidung bei einem fantastischen großen Preis von Großbritannien. Was für eine Leistung von den heutigen Siegern. Was für ein Rennen für den jungen Aiden Jackson. Wenn er so weitermacht, hat er eine lange, vielversprechende Karriere vor sich. Auf jeden Fall, hier einen Platten zu haben, war sicher sehr ärgerlich. Wie gut hätte er wohl abschneiden können, wenn das nicht gewesen wäre? Aber er hat trotzdem die Zähne zusammengebissen und ist wieder zurückgekommen. Tolle Vorstellung. Ich will nicht voreilig sein, aber Aiden Jackson von Alfa Romeo scheint besser zu werden. Den sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Brian. Ah, Mr. Gesprächsthema Nummer 1 im Pressezimmer. Was meinst du? Ach, komm schon, keine falsche Bescheidenheit. Wovon redest du, Brian? Nach dem Platten dachten alle, das war's für dich. Aber du bist zurückgekommen und in die Punkte. Das meine ich. Freut mich, dass ich jetzt von der Presse bemerkt werde. Ja, gewöhn dich schon mal dran. Du hast übrigens morgen ein paar Interviewtermine. Daher mein Anruf. Alles klar, danke fürs Bescheid sagen. Also nicht so heftig feiern, okay? Ja, keine Sorge, Brian. Ich werde nur meine Mutter besuchen. Na gut, wie du meinst. Bis später, Brian.